Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Part bei Heavy Rain. Und diese Part spielen wir wieder unser Privatermittler. Dann legen wir mal los. Mittwoch, 10.37 Uhr. Okay. Jetzt dürfen wir also mal wieder ein paar Leute befragen. Erstmal reinspicke. Ein Baby. Okay, dann machen wir ein wenig Keine lauter. Antwort. Ein Baby schreit drin. Kein guter Anfang. Das stimmt sich zu. Okay, dann gehen wir mal hinterrum. Susan Bowles. Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Babygeschrei und keiner reagiert. Sieht nicht gut aus. Kein Asthma im Moment. Wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche für alle Fälle. Okay, diese Tür ist auf. Aber ich glaube, sowas nennt man aber Einbruch. Mrs. Bowles? Jemand da? Was haben wir denn da? Oh, mein Gott. Moment. Okay, was zeigen Sie denn ab? Abschiedsbrief? Dann zeigen wir erstmal das Baby. Hallo, kleiner Engel. Na? Suchst du deine Mama? Okay, dann suchen wir sie mal. Die vielleicht da vorne. Na los, ich muss das was durchsuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Warte, Kleines, ich muss erst die Mama finden. Der Brief. Oh, scheiße. Ich hoffe, sie hat sich nicht. Na los, ich muss das was durchsuchen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Okay, gehen wir mal hier rein. Dann beeilen wir uns mal. Mrs. Bowles, sind Sie da? Dann dreht ihr mir die Tür ein. Komm, auf mit dir. Oh, Scheiße. Mrs. Bowles, hören Sie mich? Aufwachen! Na bitte. Okay, lege mich da mal hin. Mann, sie geht da wirklich gar nicht gut. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Okay, Verbandkasse ist malerweise im Badezimmer. Dann sorry mal. Wahrscheinlich hier. Mal sehen. Ich brauche das. Und das. Und das. Gut, dann gehen wir mal schon hin. Dann verärzte mir sie mal. Okay. Erstmal verbinde. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich pass auf sie auf.
Okay, das klappt schon wunderbar. So, jetzt noch die beiden Pflaster. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay? Können Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Als Privatdetektiv bin ich hergekommen. Okay. Mami überlebt fürs Erste. Jetzt kommt der Nachwuchs dran. Okay, dann müssen wir auch noch einen Babysitter. Ich wollte einen Killer finden und keinen Babysitter. Na, so sollte man kein Baby berühren. Okay, hier hat er wie eine Waschbecke. Gut, dürfen wir für den Anfang genügen? Hallo Emily. So, was haben wir denn für ein Problem? Hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, denke ich aber auch. Okay, dann müssen wir auch noch eine Windel wechseln. Okay, dann nochmal Kreis. Und Viereck. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Okay, das war schon mal einfach. Wir brauchen ja unbedingt noch Hinweise für den Origami-Killer. Wir hatten das doch im Griff. Warum weint sie? Ich frag Susan. Sie weiß, was zu tun ist. Na klar. Jetzt weiß ich, warum du schreist, kleines Zimtsternchen. Mutter Shelby eilt zur Hilfe. Gut, geh mir kurz mal zu ihr hin. Susan, ich hab die Windel gewechselt, aber sie schreit noch. Sie hat Hunger. In der Küche ist ein Fläschchen. Okay. Okay, das hat auf jeden Fall uns nochmal weitergeholfen. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche hin. Und diese Pflaster habe ich vorhin auch schon mal gesehen, wo wir da unsere Hände gewaschen haben. Ich mach das Ding mal lieber warm. Okay, dann warte mal. Okay, dann geben wir es ihr mal. Aber damit wir sowas Unnötiges machen müssen, wie Babysitter und so. Hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger, dann kannst du trinken. Okay. Aber sowas zu machen ist voll daneben. Da wir auch noch Baby füttern müssen und die ganze Hausarbeit machen müssen. So, das wäre, glaube ich, schon fertig.
Sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Gut, dann auch noch das. Wir wollen dieses Spiel ein Baby zur Einschlaf bringen, statt die Killersuche. Okay, ich lege mich ja mal wieder hin. Tut mir leid. Willst du weiter schaukeln? Verdammt, war wohl etwas so schnell. Dann das Ganze nochmal, aber verdammt. Immer schön langsam damit. Dann klappt der Ganze gut. Wenn man sowas machen will, kann man direkt einen Furby kaufen oder so. Und jetzt schön langsam. Sehr gut. Okay, ich gehe mal wieder zu ihrer Mutter zurück. Dann können wir mal Bescheid sagen, damit ich alles gemacht habe. Was ist denn das? Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins, ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja, meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Und ich glaube, ich weiß, welches Handy die gemeint hat. Das Handy, was auch der Hauptcharakter hat. Mir fällt nur gerade nicht der Name von der Hauptcharakter ein. Aber das hole ich mal nicht mit, falls mir das mitholen müsse. In der Schublade im Wohnzimmer. Das hat Susan gesagt. Ja, genau. Gehe aber einfach so mal weg und mir übersehe das Ganze mal. Ja, das werde ich tun. Verdammt, wir können nicht gehen, wenn mir das hier nicht mithole. Aber na egal, da hole ich mir es mit.
und ich kann mir das noch gut vorstellen, wer der Origami-Killer ist. Ich werde mal nichts so weiteres rumspoilern. Könnt ihr dann mal selber nach der Zeit herausfinden. So, jetzt dürfen wir wieder unser Hauptcharakter spielen. Mittwoch, 11.03 Uhr. Okay, dann mit ihm wieder hier. Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft, aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Der Parkschein in der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Okay, dann frage mich einfach mal nach. Hallo. Entschuldigen Sie? Hey! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte mein Auto. Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Okay, gut. Wo ist der hingegangen? War ich schon mal hier? Ich erinnere mich nicht. Okay, da ist er ja. Einen schönen Tag noch, Meister. Der Auto ist schon 2 Jahre hier. Das Auto steht seit 2 Jahren hier. Was bedeutet das? Ein Auto? Warum soll ich ein Auto suchen? Ja, warum wohl? Das werden wir dann mal herausfinden. Um Sean zu finden, müssen wir, glaube ich, so mehrere kleine Missionen erledigen. Und das machen wir dann mal. So. Jetzt gehen wir schon mal ein Tiefgeschoss. Dutzende von Autos. Aber nach welchem suche ich? Okay, dann probiere ich mal. Gut. Das Auto vorne gehört uns. Der Auto da sieht da recht geil aus. Sogar ziemlich geil. Liebe je, da bekamen wir jetzt ein Auto umsonst. Warum nicht?
Okay. Was haben wir hier? So, können Sie anschnallen? Leider nicht. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. So, legen wir mal den ersten Gang rein. So, jetzt aber. Okay. Okay, mal gespannt, wo mich jetzt hin müsse. Warum will der Killer da mir auf eine Autobahn kommen? Warum wohl? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Was für ein Mistkerl. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Nicht so. Meine Hände zittern so. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Gut, dann los. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Ja, genau. So Leute, raten wir mal los, für unseren Sohn zu retten. Los! Oh. Das war ganz so knapp. So. Verdammt! Ich schaff das! Los! Komm aus dem Weg da! Komm raus hier! Verdammt Leute, mir habe leider noch das Ziel nicht erreicht.
Dann müssen wir auf jeden Fall die nächste Mission mal packen. Für unseren Sohn wieder zu finden. So, aber hier werden wir erst den nächsten Part weitermachen. Und wir werden mal versuchen, unseren nächsten Part mit der Hauptcharakter halt mal die andere Mission, die wir halt so machen müssen, auf jeden Fall mal packen werde. Gut, dann bis dann, Leute, und haut rein.